Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße Sie recht herzlich zu NHL 20, zu der Fantasy League mit den Hamburger Freezers. Ja, ich hoffe, es geht euch gut, ihr seid alle gut drauf und ich hab's bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach einer 2:0-Niederlage gegen Augsburg versuchen wir heute zu Hause gegen Düsseldorf wieder Punkte gut zu machen. Ich spiele immer nur im Modus All-Stars, da werde ich ja bleiben. Und schauen wir mal, wie es uns heute zu Hause geht. Schmeißen wir uns aufs Eis. Der Joe ist am Bulli. Verliert das Bulli? Aber wir haben dann hoch der Marschsteinhoden am Tor vorbei. Am Tor vorbei und die Düsseldorfer. So, jetzt hat. Auf geht's. Martin. Abgebreut an Düsseldorf. So, jetzt hat Zündstoffe gegen Düsseldorf. Powerplay für Hamburg. HP am Bulli. Gewinnt das Bulli. Vielleicht können wir das Powerplay nutzen. Nur mehr Verzögerungsstrafe gegen Düsseldorf. Zwei Düsseldorfer auf der Strafbank, gleich schon im ersten Drittel, nach kurzer Zeit. Ja, gut, kurzer Zeit. Kurzer Zeit waren ein paar Minuten. Aber was der Bo ist, aber zwei oder weniger. Fünf gegen drei, Olve noch. Was 13 nur Powerplay. HP am Bulli. Verliert das Bulli. Ja, abseits. So, der Joe. Verliert auch das Bulli. Der Joe Hoden schon wieder, der Joe Hoden schon wieder, der Joe Hoden schon wieder. Abseits. So, Joe, hol ich uns das Bulli, jawohl. Oh, 25 Sekunden nur Powerplay. Schon wieder Strafzeit gegen Düsseldorf. Was ist los mit den Düsseldorfer heute? Halt?
So, HP wieder am Bulli. Ich weiß, die Macht liegt an Inke Hinke, mit wo ich mit meinem Charakter hingehe. Und mit dem Charakter spielen wir dann genau zwei Season. Das wollte ich gerade nochmal sagen. Auch Spielertransfer Link in euren Ermessen. Düsseldorf kämpft. Sie kämpfen. Auf All-Star spielen ist immer ein bisschen nervig, gell? Aber es ist geil. Wenn es leicht war, war es ja Fußball. Super, super. Sekunden noch Powerplay. So, Ben Hodden. Geht's hier nicht aus. Aber wir kämpfen auch um jedes Tor. So, ein Powerplay haben wir nicht nutzen können. So, HP am Bulli. Auch nicht. Gibt's denn das? Oh, jetzt sind's gefährlich. Jetzt sind's gefährlich, die Düsseldorfer. Ja, aber wir fahren schon zwischen hin. So, HP Horden. Der HP Horden verliert ihn an Düsseldorf. Wir kommen auf die Schutzhöhe, da wo wir hier wollen. Und Snoop Dogg hier in wunderschönen Hamburg, in unserer schönen Arena. Ich hoffe, er hat ein Hamburger Trikot. Schade, immer denkt, ich trick's nass. Aber der Goalie von Düsseldorf ist gut. Sollte halt meine Stimme ein bisschen abkacken oder ich sitze wenig reden, liegt es daran, dass ich gestern vom Regen am Feld außen überrascht wurde. Zeitpunkt der Aufnahme ist der Sonntag, der 24. Ich habe gestern Rasen gemäht beim Nachbarn mit der Sense, weil der schon Ewigkeiten nicht mehr da war und dann hat mich das Wetter überrascht. Es ist so schnell da gewesen. Ich hab gemeint, wir werden da fertig. So, erstes Drittel vorbei. 0-0.
auf der Uhr. Ja, auf der Anzeige. 0-0 auf der Uhr, ah, ja, weil es ist ja das Drittlaus. So. Snoop Dogg in der Haus, im wunderschönen Hamburg, in unserer geilen Arena. Also wenn ich Promi war und ich da bei so einem Spiel mitmoderieren, gell, dann da die Malwe von der Mannschaft, was Heimrecht hat, Trikot ziehen. Natürlich müssen die jetzt so wie in der DEL dann überall mal sagen, dass ich für überall ein Trikot krieg. Haben wir schon wieder einen Helm verloren von den Hamburger. Zur Übungsstrafe gegen Düsseldorf. So. Wie geht's Ihnen so in der Corona-Zeit? Das darf mich mal interessieren. Sind schon wieder Wörter von Ihnen beim Schüge, beim Arbeiten? Bei mir geht's am 2. Juli, Juni wieder richtig los. So, Hamburg winkt die Schlägerei. Ja, bei mir geht es am 2. Juni wieder voll los in der Rosche. HB gewinnt die Schlägerei gegen Düsseldorf. Aber ich werde wahrscheinlich vom Eis müssen. Na gut, einmal, Düsseldorf muss vom Eis. So. Wer da? Auf Jokinen. Ah, Jokinen. Freut der Puck beim Düsseldorfer Jokinen nur einmal. Auch nicht. Ja, hoffe ich, dass man das irgendwann noch einschreibt, wenn man das ausstellen kann, dass die Spieler vom Eis gehen müssen nach einer Schlägerei. Das ist etwas, was mir jetzt da hier persönlich nicht taugt, aber weil für mich gehört Schlägerei auf dem Eis zum Eishockey dazu. Das ist das, was ich mit den ganzen Eishockey-Filmen aus meiner Kindheit eigentlich verbinde. Und was mir eigentlich bei Nintendo mehr tun haben, als wir eigentlich gespielt. So, jetzt Martin. Ah, nicht. So, Joe. Ah, nicht. Vor uns zwischen ein in der Düsseldorfer. Das nützt dem nichts. Wir haben schon wieder den Puck. Wir haben schon wieder. Und.
zone. McDonald's got it along the wing. Oh, and a good heads-up defensive play. Oh, Düsseldorf macht das erste Tor. Düsseldorf macht das erste Tor. Das ist nicht gut. Zu Hause das erste Tor von der Gegenmannschaft, von der Gastmannschaft zu kriegen. So, Stefan muss wieder richten. Der Stefan muss richten. Der riecht's auch nicht. Aber bis jetzt ein gutes Spiel. Hat Düsseldorf gut gemacht, muss ich schon sagen. Aber hier ist der Ausgleich von Hamburg. Hier ist der Ausgleich von Hamburg. Von unserem Derek, von unserer Nummer 5, 6. Tor in dieser Season. Und dann, nein, hier haben wir nicht, vielleicht hat man es im Führungstreffer machen. 2,2 nur auf der Uhr. Sekunden. Ein geiles Drittel gewesen. So, dann schnappen wir einmal durch und dann werden wir uns ins letzte Drittel stürzen. Super zusammengespielt. Aber wir verlieren wieder. So, der Joe. Und der Joe macht den Führungstreffer für die Hamburger Freezers. Unser Kapitän. Und hier ist er, der Mr. Frost mit der Nummer 99. Feiert das vierte Tor von unserem Joe in dieser Season. Das muss ja der Mannschaft Aufschwung geben jetzt hat. Letztes Drittel. Wir haben den Führungstreffer. Oh, Gott sei Dank war da einer von uns. Martin. Joe ist schon da. Joe spielt nur mehr. Jawohl. Aber Düsseldorf Kreuzin. Den Buck. 13:22 noch auf der Uhr, aber unser Goalie haltet dagegen. Da bin ich. Stefan Hodden kriegt ihn über die blaue Linie. Da schiebt ihn, je nachdem, wie man es sehen möchte. McDonald's.
Und Düsseldorf gleicht aus. Düsseldorf gleicht noch aus im letzten Drittel. 29 auf der Uhr. Ich glaube, jetzt ist Elektrizität in der Halle. So, Stefan. Am Tor vorbei. Das war doch einmal wieder knapp. Aber geil. Aber geil. Das ist so richtig Herzinfarkt spürt. Nein, 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 gibt's mal den Puck. 2 Minuten nur zum Spülen. 2 Minuten nur zum Spülen. Jawohl, da ist der Führungstreffer für Hamburg. 3:2. Ich glaube, 30 Sekunden waren nur zum Spülen. Herr Magnus, zweites Tor in dieser Saison. Unsere Nummer 56, so wie ich es gesehen habe, oder? Jawohl. Ich glaube, der Goalie war noch gar nicht vor Mais und andere Spieler noch gar nicht erinnern. Okay, 53. Ich habe irgendwas mit 30, glaube ich, unbedingt gelesen. So. Hamburg hat leeres Tor. Warum hat Hamburg ein leeres Tor? Also, ich müsste den Goalie wieder rein. Oh, da steht er. Unser Mr. Frost. Genau, das muss ich auch noch ändern. In MR möchte ich davor sitzen. Mr. Frost. Das lässt sich irgendwie cool aus. Mr. Frost. Gasttor leer. Jetzt versuchen die Düsseldorfer noch einmal. Sie kämpfen, das ist gut. Sie versuchen sie in die Overtime zu retten. Powerplay für Hamburg. Jetzt ist es natürlich schwer für Düsseldorf. Jetzt wäre es mit einem Mann weniger plus, dass ein Goalie eine dann. Das wird jetzt schwer. Das wird jetzt schwer. 18 Sekunden noch. Es wäre noch möglich. Nein, es ist nicht mehr möglich für Düsseldorf hier zu gewinnen. Hamburg gewinnt. Knapp, aber Hamburg gewinnt. Nach 2 Niederlagen haben wir wieder einen Sieg hier auf unserer Liste. Und jetzt kommt der Donnerschlag aus dem Norden von unserem Kapitän, von unserem Joe. Wir haben 3 Stars. Uns werden 2 Tore umgerechnet und 2 Assists. Ich hätte ja gemeint,
Ich lehne mir jetzt weit aus dem Fenster, aber wenn jetzt Düsseldorf wahrscheinlich keine Strafzeit gekriegt hätte, dann hätten sie es womöglich in die Overtime geschafft. Und dann, ich weiß nicht, wer dann gewonnen hätte. Ich weiß nicht, wer es dann gewonnen hätte. Aber wir simulieren jetzt einmal nach vorn. Dann gehen wir mal in die Tabelle rein. Und die Tabelle schaut wie folgt aus, meine Sportsfreunde. Hamburg ist am Platz Nummer 1 mit 33 Punkten. Knapp gefolgt. Ist drei knapp. Ja, knapp gefolgt von den Nürnbergern. Drei Punkte dahinter liegen die Mannheimer, die Kölner. Also heißt das nächste Spiel der erste gegen den vierten. Dann kommen die dann kommen die Wolfsburger, dann kommen die Augsburger, Iserlohn, die Eisbären und Ingolstadt. Schwenningen auf der 10, München auf der 11, Krefeld auf der 12 und Düsseldorf auf der 13. Straubing abgeschlagen mit nur 10 Punkten und 14 Spieltagen auf dem 14. Platz. Wir haben Spieltag 14. 52 Spieltage haben wir insgesamt. Wenn wir jetzt rechnen, 52 minus 14, könnte sich's noch ausgehen, aber dann muss Straubing Gas geben, dass ein bisschen weiter aufgekommen. Ich bin für jede Mannschaft. Und für mich ist es interessant, wenn sich die Tabelle immer ändert. Und wenn so eine Mannschaft von unten sie wieder aufgekämpft. Berlin ist ja auch schon mal auf dem 10. Platz gewesen. Jetzt ist Berlin zum Beispiel auf dem 8. Platz, so wie ich mich noch erinnern drucke. Vielleicht schlaft es Straubing auch. Man weiß es nicht. Ich hoffe. Aber das soll es für diesen Spieltag gewesen sein, meine lieben Sportsfreunde. Ich hoffe, es schätzt das nächste Mal wieder rein. Ihnen hat der Spieltag gefallen. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Über das eine oder andere Kommentar würde mich natürlich auch freuen. Wer Lust und Laune hat, der kann mir ja gerne abonnieren und die Glocken aktivieren, so dass er nichts mehr Neues verpasst. Und dann wünsche ich bis zum nächsten Spieltag nur einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin. Je nachdem, wann das du dir hier dieses Video schaust, vergesst meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen, doch ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Und man kann doch normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, meine lieben Sportsfreunde und Rinnen, bleibt mir gewogen. Und vor allem, das ist viel, 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 viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HP. Servus.